Im niedersächsischen Holzminden haben Thorsten und seine Frau Ute einen schweren Tag hinter sich. Die lang ersehnte Neueröffnung ihres Second-Hand-Shops mussten die zwei absagen. Es fehlten Genehmigungen, die Stadt drohte mit einer hohen Strafzahlung. Die Auseinandersetzung nimmt Ute sehr mit. Wie geht's dir gerade gesundheitlich? Nicht gut. Gar nicht. Der macht sich bemerkbar, der Stress. Stressaufregung ist gar nicht gut. Aber guck mal, es stehen viele Menschen hinter uns, lieber. Ja. Die uns die Daumen drücken. Es ist natürlich schön, klar, dass so viele hinter uns stehen. Aber das nimmt mir meine Schmerzen auch nicht weg. Die Situation belastet die 48-Jährige sowohl psychisch als auch körperlich. Das Paar braucht dringend Hilfe. Ja, Schatz, guck mal, hier ist es. Was erwartet ihr jetzt vom Anwalt? Was hofft ihr? Ja, dass er uns irgendwie helfen kann, dass wir so schnell wie möglich doch eröffnen können. Dass wir diese Genehmigung halt kriegen, ne? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, dass wir den Laden wieder räumen müssen und auf der Suche nach einem anderen Laden. Nur finanziell haut das nicht hin. Aber keine Reserven, nichts mehr haben. Woran hakt die Eröffnung des Secondhand-Shops genau? Anwalt Gunnar Krempel soll Licht ins Dunkel bringen. Das Problem liegt hier darin, dass es vorher für eine Gaststätte eine Nutzungsgenehmigung gab und jetzt wollen sie einen Second-Hand-Laden betreiben und dafür gibt es keine Nutzungsgenehmigung. Haben Sie einen Mietvertrag mit? Ja, den will ich auch nicht. Den will ich mal sehen. Sie haben schon seit dem 1.5. das angemietet, ja? Richtig. Für 10 Jahre? Ja. Ist Ihnen das war unser Glück? Klar, dass das für 10 Jahre diesen Betrag ausmacht? Ja. Dafür haben Sie sich verpflichtet. Sie kommen, das ist ein Gewerbemietvertrag, ja, eigentlich aus dem Ding so ohne weiteres nicht raus. Über 150.000 Euro Miete für einen Laden, den beide nicht eröffnen dürfen. Grundsätzlich wäre jetzt der Eigentümer verantwortlich, deswegen wollte ich den Mietvertrag sehen. Weil Sie haben es ja unter einem gewissen Sinn angemietet. Natürlich, er wusste, was wir reinmachen. Gut. Dann schauen wir mal, ob das auch so seinen Niederschlag gefunden hat. Besteht für das Paar noch Hoffnung? Im Moment sieht es schlecht aus. Und da sehe ich schon das Problem. Hier steht drin, die Fläche wird ausschließlich zur Nutzung als Klammer auf Nutzung Klammer zu vermietet. Das könnte Ihnen helfen. Aber selbst wenn Sie die Nutzungsänderung jetzt durchkriegen, dann ist Ihr Problem immer noch nicht behoben. Dann sind Sie irgendwann deutlich ein Jahr weiter. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie das Verwaltungsrechtliche durchführen wollen, müssen Zeit, Geld und Nerven. Denn der Vermieter sagt in der Zwischenzeit, zahle die Miete. Sie haben keine Einnahmen. Und ja, sehe ich Ihr riesiges Problem. Ich würde Ihnen was anderes empfehlen. Wenn Sie diesen Hürdenlauf da gehen wollen, der im Grunde genommen eigentlich gar nicht Ihr Problem ist, sondern das Problem des Vermieters, dann sollten Sie überlegen, ob Sie sich von diesem Mietobjekt trennen. Das wird Sie jetzt nicht erfreuen, aber Sie kriegen damit nur Ärger. Und es kostet Sie wahnsinnig viel Geld. Und wir wissen auch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Es kann auch sein, dass die Stadt recht hat. Und dann verlieren Sie die ganze Geschichte. Und das Geld fließt weiter die Weser hinab. In all dem Unglück, da haben Sie ein Stück Glück. In dem Mietvertrag ist kein Nutzungszweck angegeben. Das nehmen Sie als Anlass, um hier fristlos zu kündigen. Damit sind Sie diese Verpflichtung erstmal los. Das ist wichtig. Sie werden hier, das ist meine Einschätzung, nicht mehr glücklich werden. Also ist der Traum komplett jetzt geplatzt nach 2 Jahren. Toll. Im Prinzip. Aber wenn ich die Hürden nehme, wenn das ein Jahr dauert, ja, das schaffe ich nicht. Eine enorm große Belastung für die Finanzen und die Gesundheit der 48-Jährigen. Sie haben jetzt wirklich Glück, dass Sie aus der Nummer so noch mal rauskommen können. Auch wenn das erstmal Ihre Träume zerstört. Aber hier ist Ärger. Das kann Sie ruinieren. Hier wäre es richtiger gewesen, wenn Vermieter und die Betreiber, die künftigen, zur Stadt gelaufen werden, gemeinsam am besten gesagt hätten, hier, wir wollen das machen. Was sagt ihr dazu? Geht das? Möglicherweise wäre dann ein Weg gefunden worden. Doch Ute und Thorsten sind die Sache viel zu naiv angegangen und stehen jetzt vor den Trümmern ihres großen Traumes.
ist es alles gefallen jetzt. Ja. Es ist alles gefallen, unser Traum ist gefallen, unsere Existenz ist gefallen. Es ist alles hinfällig, können wir kündigen. Es ist einfach alles gefallen. Das Schlimme ist, wir leben wieder von Hartz IV, was ich nicht wollte. Partout nicht. Weiß ich. Und normal arbeiten gehen kann ich nicht. Warum fällt dir das so schwer, dass du einfach sagst, ich bin krank, ich bleib zu Hause? Weil ich ein Leben lang eigentlich immer gearbeitet habe, bis ich wirklich so schwer krank wurde, dass ich eben ständig im Krankenhaus ein Jahr lang lag. Arbeit ist für mich, ja, am Leben teilzunehmen, nicht zu Hause zu sitzen und für seinen Lebensunterhalt selber zu sorgen. Und nur, wenn es nicht anders geht, wirklich auch mal vom Staat was zu nehmen. Du willst ja halt den anderen Leuten, die Behinderung haben, die stark Behinderung haben, halt was zeigen, dass man auch als Behinderter trotzdem was aufbauen kann. Den einfach trotz meiner Krankheit Mut machen, man kann trotzdem was erreichen, auch wenn man krank ist. Und das ist jetzt irgendwie alles weg. Und ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Ich werde definitiv drüber schlafen, klar. Aber es ist halt erstmal alles weg. Doch trotz aller Rückschläge keimt in Ute noch ein Fünkchen Hoffnung. Ich gebe so schnell nicht auf. Es ist zwar jetzt ein Aufgeben im Moment, aber das heißt nicht, dass ich komplett aufgebe. Hast du im Leben gelernt zu kämpfen? Ja, musste ich schon immer. Schon von klein auf. Wenn es jetzt dieser Traum nicht ist, ist es vielleicht irgendwas anderes, was ich mache. Also ganz aufgeben werde ich definitiv nicht. Werden Ute und Thorsten einen Weg finden, ihr großes Ziel doch noch zu erreichen? Wir bleiben dran. Köln. Nach der Zwangsräumung ist der wohnungslose Willi bei seiner Bekannten Susi untergekommen. Seit einer Woche wohnt er hier bereits, doch eine Dauerlösung ist dies nicht. Da gibt sich ja Mühe mit der Wohnung. Und man darf ja jemanden bis 6 Wochen aufnehmen, danach muss der halt weg. Also Hand aufs Herz, ich sag mal, das ist natürlich schwer, ne? So in Köln irgendwas zu finden. Also ich schätze mal, in Köln kann das vielleicht bis zu 4 Monate dauern, ne? Dass du dann irgendwas kriegen könntest. Nachher bekomme ich noch vom Vermieter Ärger und dann, damit ist auch keinem geholfen. Wie in fast allen Großstädten ist auch in Köln der Wohnraum knapp und damit teuer. Willi arbeitet zwar als Gabelstaplerfahrer, doch zurzeit ist er in Kurzarbeit. Mehr als 320 Euro Miete kann er sich einfach nicht leisten. Ich sag mal, das Verrückte ist ja eigentlich da dran. Ne? Ich reiß mir wirklich jeden Tag den Arsch auf. Ne? Hier jeden Tag zur Arbeit, alles drum und dran, verdiene mein Geld. Ne? Und dann, wenn ich das dann sehe, wie die anderen da auf Hartz IV leben, ne, und kriegen dann alles vom Amt bezahlt und alles, ja, das ist natürlich auch nicht so toll. Ne? Ja, hast du schon recht. Ich gehe ja zum Glück noch arbeiten nebenbei. Auch wenn da nicht viel rauskommt. Ja, dann guck dir mal die ganzen anderen Schmarotzer an, ist ja gut. Ich meine, gibt's ja auch genug. Die sagen, ja, ich hab ja meine blöden Leute, die für mich arbeiten gehen und alles, wo ich das Geld von daher kriege. So, woher kriegen sie das Geld vom Vaterstaat? Woher kriegt Vaterstaat das Geld von uns? Ich kann jetzt wieder rumsuchen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich was finden werde. Doch einfach wird das nicht. Trotz der Unterstützung von Susi. Lädt und lädt und lädt, weißt du, das Ding ist so langsam. Das ist unglaublich. Du hast doch ein Tablet, oder nicht? Ja, hab ich. Ist das schneller? Ja, ich muss nur laden. Nicht nur an die Technik hat Willi hohe Ansprüche, sondern auch an seine neue Bleibe. Also Wohnung müsste natürlich dann Köln Zentrum sein, weil die Arbeit auch da ist. Dann nicht mehr so ein sozialer Brennpunkt, wo ich vorher mal gewesen bin. Dann keine Mängel in der Wohnung, wie ich schon mal hatte, ne, da ich mich dann mit dem Vermieter rumschlagen muss. Ich schreibe jetzt mal 400 rein, ein Zimmer, 10 Kilometer, Fläche ab 40. Kann man machen. 11 Treffer, guck. Immerhin 11 Angebote, doch der 41-Jährige siebt einige sofort wieder aus. Müngersdorf ist so weit von der Arbeit weg. Das ist Köln-Weiden, das ist auch wieder hinten. Ehrenfeld würde auch noch gehen. Aber Kalk ist da auch nicht weit weg. Nö, das andere Rheinseite ist das. Also in Köln gibt es 2 Seiten, ne? So die Judenleute, die wohnen auf der linken Seite und die rechte Seite und die andere, die wohnen auf der Schelsig, ne? So, auf der linken Seite scheint immer die Sonne. So, und auf der rechten Rheinseite ist es halt immer dunkel. Da willst du nicht hin.
Ich eigentlich als Kölner, ne, ist aber ist bei mir eigentlich die linke Seite, ne, weil du dich da wohler drauf fühlst. Also bezugsfrei am 1.8., da wäre auch wieder zu spät. Leverkusen, das ist auch zu weit. Das ist wieder Müggersdorf, das ist auch wieder hinten. Würdest du keine Wohnungen nehmen, die weiter entfernt sind? Ja, ich muss gucken, dann ich auch in Köln fährst du auch über eine Stunde damit die ganzen Bahnen, wenn du bis da auf der Arbeit bist. Und ich fange morgens um 5:30 muss ich morgens normalerweise schon auf Arbeit sein. Susi, was waren deine längsten Arbeitswege? Meine längsten Arbeitswege waren auch 1,5 Stunden. Also ich will gucken, dass ich maximal eine halbe Stunde von der Arbeit weg wohne, wo die Wohnung dann ist. Ne? Und erstmal weiter würde ich dann erstmal nicht wegziehen. Ne? Ich würde alles anschreiben, was da ist, halt, außer die Wohnungen, die extrem weit weg sind. Aber sonst würde ich alles anschreiben, was da ist. Willis Ansprüche sind nicht das einzige Hindernis. Seine Mietschulden werden bei Vermietern wohl nicht gut ankommen. Was machst du, wenn die dann eine Schufa-Auskunft haben wollen? Ja, will fast jeder eine Schufa-Auskunft haben. Glaubst du, das macht es dann noch schwerer? Ja, aber dann damit zeigst du denen, dass du dabei ehrlich bist. Das wird aber dann verdammt schwierig, eine Wohnung zu finden. Ja, schwierig ist das schon, aber man kann ja auch mal wieder Glück haben, oder nicht? Wo war das denn? Altstadt, 393. Ja, bezugsweise ist er bei 1.8., der wäre auch wieder zu spät. Schreibst du da nicht an? Ja, könnte man eigentlich mal. Willi scheint den Ernst der Lage noch gar nicht richtig begriffen zu haben. Susi ist hinterher, damit er eine Anfrage abschickt. Haustiere habe ich keine, nein. Berufstätigkeit üben bin ich ein. Ich bin kein Angestellter, ich bin Arbeiter. So, Anfrage senden. Oder war das jetzt? Ich habe jetzt nur einen gefunden, das ist das Problem, ja. Der preisklasslich und in der Nähe von der Arbeit ist. Ja, jeden Tag reingucken. Ja, mach ich sowieso dann, dass ich da auf jeden Fall was Neues kriege. Rund 6.000 Menschen in Köln haben keine feste Wohnung. Mehrere hundert leben auf der Straße. Droht Willi das gleiche Schicksal? Im Ruhrgebiet besucht Ex-Knacki Stefan seinen Kumpel Thorsten, der heute Freigang hat. Die beiden kennen sich seit knapp 3 Jahren. Zum ersten Mal sind sie jetzt außerhalb des Knasts unterwegs. Trinkst du eine Cola? Ich habe jetzt eigentlich ja, dass du auch ein Bier trinkst um die Zeit mal. Naja. Ne? Okay. Also muss ich jetzt nicht haben. Hast du jetzt noch irgendwie Bewährungsauflagen, irgendwas Besonderes? Ja, ich muss regelmäßige Urinkontrollen abgeben. Da gehört dazu kein BTM. Was hast du früher für Drogen genommen? Ja, Koks, Cannabis, Heroin, so solche Sachen halt. Nee, außer jetzt so Pillen und so weiter, das habe ich nie angepackt, das war nie meine Welt. Hast du Angst vor den Kontrollen? Ja, klar. Weil ich ja genau weiß, wie die Konsequenzen aussehen können, ne? Dass mich dann halt, dass mein Hals kosten kann. Wenn ich bei irgendeiner Kontrolle, sag ich mal, durchfallen könnte. Aber gibt es einen Grund, durchzufallen bei dir? Ja, durch die Rückfälligkeit, ne? Das ist so meine größte Sorge, ne? Dass ich vielleicht eventuell rückfällig werden könnte. Dann droht erneute Haft. Hast du sonst noch Auflagen? Ja, Alkoholverbot. Nee. Ja. Boah. Ja. Deswegen, Cola. Okay. Ja, ja. Ja, gut, dann verstehe ich das. Ja. Hast du dich bis jetzt dran gehalten? Ich habe mal ein Bierchen getrunken, ja. Habe ich. Ich tue ja keiner mit weh, wenn ich mal abends vom Fernsehen gucken oder beim Fernsehen gucken. Stefan, du darfst es nicht. Bier trink. Theoretisch, ne, du sagst das jetzt. Ja. Das kommt im Fernsehen und dann sieht das irgendeiner, der das nicht sehen soll. Und dann hast du schon Theater. Vielleicht nicht so glücklich. Entschuldigung, ja, wenn ich das jetzt hier so sage. Soll ich jetzt lügen? Nee, dass die hier nicht anlügst, ist okay. Aber weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich die Auflagen so bedenke, finde ich es echt krass. Und ich frage mich dann einfach, wo die Reise beim Stefan hingehen will. Ohne Hilfe habe ich Angst, dass die Reise für ihn zurück in Haft geht. Wo wohnst du jetzt? Im Hotel, Obdachlosenhotel. Hast du da jetzt ein Zimmer für dich? Ich bin mit jemandem noch auf dem Zimmer, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Du hast doch gar keine Privatsphäre. Nee, der beklaut mich ja auch. Ob es Lebensmittel sind, ja. Lass die Finger bei dir. Ja, aber ich habe ihn einer reingehauen. Ich kenne. Ich habe ihn einer reingehauen. Ja. Aber Stefan, genau das. Du saß auf dem Bett. Ja, und genau das ist dann die Spirale, die dann. Ne, damit fängt es dann an. Ich habe es gestern auch mit einer 2 Euro geklaut.
Ja, ich bin explodiert, ich bin aber gegangen. Es bringt nichts. Ja, aber ich lasse mich nicht beklauen. Schon gar nicht essen, wenn ich ihn selber essen gebe. Stefan, verstehst du? Scheiß drauf. Stefan, merkst du die Ironie, dass du sagst, ich lasse mich nicht beklauen und wenn du überlegst, was du die letzten Jahre gemacht hast? Aber dafür habe ich ja auch meine Strafe bekommen. Und dafür habe ich mich auch gerade gemacht. Ich habe dafür gebüßt. 7 Banken hat Stefan überfallen und dafür fast 8 Jahre gesessen. Jetzt darf er sich nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Ich hoffe, das nächste Treffen ist dann, dass wir beide unsere Sachen in der Reihe haben. Dass wir uns auf jeden Fall draußen wieder treffen. Dass wir uns dann draußen mal irgendwie treffen. Ja.